Im vergangenen Jahr sind 26 Menschen auf Münchens Straßen durch Verkehrsunfälle getötet worden. Unter den Opfern sind 5 Motorradfahrer und 7 Autoinsassen. Im Polizeipräsidium München wurden die erschreckenden Zahlen bekannt gegeben. Also die Ursachen der Verkehrsunfälle sind nach wie vor die hohe Geschwindigkeit oder nicht angepasste Geschwindigkeit, die gefahren wird. Es kommt aber genauso auch Alkohol und vor allem die Unaufmerksamkeit dazu. Unaufmerksamkeit, das heißt, man lässt sich ablenken, man telefoniert im Auto oder man stellt das Navi ein oder schaut am Radiosender, am Radio einen neuen Sender zu finden. Und dadurch werden die Fahrer gewaltig abgelenkt. Unter den im Straßenverkehr Getöteten waren außerdem 4 Fußgänger und 10 Radfahrer. Bei den Radfahrern zum Beispiel kommen Verstöße dazu, entgegen der Fahrtrichtung zu fahren, verbotswidrig auf dem Gehweg. Auch Rotlichtverstöße sind hier sehr hoch. Jeder 10. tödliche Unfall ist auf Ablenkung zurückzuführen, womit dies die häufigste Unfallursache ist. Die tödlichen Verkehrsunfälle waren die Ursachen in erster Linie die Geschwindigkeit. Allein 6 Verkehrstote waren zu beklagen, weil zu schnell gefahren wurde. Alkohol spielte bei 3 Unfällen eine Rolle, wobei gleich 4 Menschen dabei ums Leben kamen. Die Radlfahrer hätten noch leben können, 5 davon, wenn sie einen Helm getragen hätten. Und außerdem hatten wir noch 3 tödliche Verkehrsunfälle, bei denen das Rotlicht missachtet wurde. Die Zahl der Verletzten im Straßenverkehr stieg auf 7.791. Oft ist es so, dass die Opfer auch gleichzeitig die Unfallverursacher sind. Es gab bei den Radfahrern viele, die das selbst verursacht haben. Auch bei den Senioren ist der Anteil der selbstverursachten Unfälle sehr hoch. Auch bei den Fußgängern, die unaufmerksam über die Straße laufen. Aber es gibt genauso auch anderen Verursacher, zum Beispiel bei den abbiegenden LKWs, wo es einfach sehr gefährlich ist, rechts abzubiegen und man übersieht dann jemanden. Für das aktuelle Jahr kündigt die Polizei verstärkt Kontrollen an. Ziel ist es, die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle zu reduzieren. Wir werden 2019 weiterhin die Geschwindigkeit besonders überwachen, genauso Alkohol und Drogen und vor allem die Ablenkung. Ablenkung durch Handy telefonieren oder durch Einstellung des Navis oder sonstiger Geräte im Fahrzeug. Das wird unser Schwerpunkt. Die Unfallbilanz 2018 zeigt, dass die Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss um rund 5% zurückgegangen sind. Erschreckend jedoch, die Schulwegunfälle stiegen um rund 29%. Schulterblick nicht zu vergessen und als Radfahrer Blickkontakt nicht erkennbar.